Hallo zusammen, mein Name ist Severin Hefti, ich bin vom Entwicklungsteam. Yellow Camp. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich in den letzten paar Monaten so gemacht habe und was wir dann nachher noch werden in live anschauen. Übrigens, wir sind hier gerade am Swiss Caravan Salon in Bern. Ich werde hier jetzt die nächsten paar Tage direkt vor Ort arbeiten und meine Produkte noch ein bisschen weiterentwickeln. Das ist jetzt die neue Seitenküche. Fancy Modell 3D, die ich entwickelt habe. Sie besteht aus mehreren Modellen, aus 5 Modellen. Alle kann man einzeln rausnehmen. Und wie man sieht, hat man hinten dran, im einen Modell, hat man einen grossen Schaft für Kleider drin. Unten dran eine grosse Schublade, wo man auch Zeug verstauen kann. Dann kommt ein 36 Liter Kühlschrank, wo auch separat rein- oder rausgenommen werden kann. Das Waschbecken, das eine Abdeckung hat. Hier sehen wir jetzt gerade noch, einen Fehler. Oder? Es hat 2 Hähne. Da müssen wir geschwind versorgen, den anderen. Das wird der Original sein. Auch wieder ein Kästchen, wo nachher 16 Liter Wassertank drin sind für das Abwasser und das Zuwasser. Eine schöne Schublade unten, wo man auch noch ein bisschen Gadgets verstauen kann. Und ein Tisch. Das Spezielle am Tisch ist, ich kann das kurz zeigen, also den Tisch kann man nachher wegnehmen und auf der anderen Seite montieren und dann als Paar brauchen, außen am Karren. Oder auch außen am Auto, dann wieder als Tisch. Was man natürlich sogar besser in diesem Modell nachher sieht, wenn man dann hier aussen wäre Tisch unten, ein Paar oben und innen dran der Tisch. Das ganze Modell wird mit einer 2er Sitzbank kommen, die man noch ablegen kann und auch eine Schlafbank brauchen. Und als Pünktchen auf dem i werden wir den Teppichboden, der momentan im Sitzraum innen ist, einen schönen Holzboden oder einen Holzartboden ersetzen. Und jetzt gehen wir doch gerade mal direkt zum Live-Modell über. Es ist der erste Tag am Morgen, es hat schon mega viele Leute, es läuft. Und das wäre jetzt hier die Küche in echt. Das Ziel war noch, mit Lichtelementen zu spielen. Momentan sind die noch mit Bluetooth ansteuerbar, dimmbar. Und dann, wenn man schaut, also wie vorige Modell, man kann alles auftun. Man hat hier auch wieder die Auffahrkeile schon am richtigen Ort verstaut. Und das ist noch cool, wenn man das Kästchen auftut, mit einem Sensor, das Licht angeht und wieder abgeht. Zack, wenn man das Türchen aufmacht. Jetzt zeige ich euch noch geschwind, wie man das Kästchen rausnimmt. Schön schauen, dass die Leute vielleicht geschwind. Merci. Also den Tisch kann man super schnell wegnehmen. Dann geschwind auf den Sitz legen. Da. Und jetzt kann ich das Möbel aushängen. Wenn man sieht, das Magnet wird sich gerade abgehängt. Und dann kann man das noch ein bisschen vorschieben und nachher raus. Das ist eine Magnetverbindung, die nachher gerade, wenn man das Kästchen nimmt, automatisch löst, dass wenn man mal vergessen würde, es eigentlich auszustecken. Und das gleiche beim zweiten Modell, wo man hier super die Schublade rausnehmen kann, mit einem Quickverschluss. Jetzt ist natürlich. Wie schwer ist so ein Mann? Kannst du mal lüpfen? Demonstration. So. Schublade rausnehmen. Das ist natürlich das Modul ist am Boden befestigt mit dem Mechanismus, wo man es auf die Schiene abschraubt. Kann es rein tun. Die Schublade kann man einfach einfahren. Tag, jetzt ist sie reingehängt. Jetzt kann ich das Modul eigentlich auch.
rauslüpfen. Auch wieder der Magnet hat sich gelöst. Und so weiter und so fort kann man jetzt das bis hinten ziehen. Und dann hat man eigentlich jedes Modul einzeln draussen. Man kann auch, wenn man Lust hat, die Küche auf die andere Seite stellen und so ein bisschen mit dem Modul spielen. Oder die Küche sogar rausnehmen und jetzt von aussen, dass man ein schönes Plätzchen hat. Auch wieder. Platzieren. Und dann gleich dort, wo man ist, kochen und essen. Und der Tisch fussensicher. Gut, hat mich gefreut. Hoffentlich hat es euch gefallen, was ich hier gezeigt habe. Und schönen Tag. Yellow Camper.